Hallihallöchen zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Witcher 3 Wild Hunt. Im letzten Part haben wir uns um eine Erscheinung gekümmert, die hier im kleinen Dörfchen, wie heißt denn das Kaff nochmal, Mittelhain, ja richtig, dort gewütet hat. Und bevor ich jetzt anfange rumzulaufen, benutzen wir wieder so einen Wegweiser und so. Unsere Ausrüstung haben wir auch ein bisschen aufgemotzt, ein bisschen verbessert. Geht schon wieder dorthin? Hätte ich eigentlich dort bleiben können letztes Mal? Egal. Und die prügeln sich doch immer, alles klar, passt schon. Und hier anscheinend hat ein Totengräber uns schon wieder einen Auftrag für uns. Geht es wahrscheinlich um irgendein verstorbenes Grab oder irgendwas? Mein armer kleiner Spatzler. Heute Abend gibt's ein Fest. Für Krähen, Würmer, Ratten, Pest. Die wunderschönes Lied. Zur Feierstund bist du so lecker und gesund. Wunderschönes Lied. 10 out of 10 IGN. Mach's gut. Ich bin wegen des Auftrags hier. Ihr habt offenbar ein Problem. Werden die Gräber geöffnet? Wenn es nur das wäre. Da kommen immer wieder üble Bestien, verschlingen, was frisch ist und ziehen dann weiter. Also Ghouls. Gerade hat es wieder angefangen. Ich dachte mir, einfach drinnen bleiben nachts und die Tür verriegeln. Aber plötzlich fehlte eins der Kinder. Was? Ist es auf dem Friedhof verschwunden? Nein, aus dem Dorf. So eine kleine Rotznase würde nicht alleine herkommen. Und ich habe in der Nacht eine Art Winseln gehört. Okay. Und du bist nicht rausgegangen und hast nachgesehen? Oh, das ist zu gefährlich. Glaubst du, ich bin blöd? Wer Monster hat, braucht einen Hexer. Hey, die wissen Bescheid. Die wissen die Geflogenheiten. Holt gleich einen Experten her. Ja, dafür sind wir da. Und ich brauche Geld. Ich möchte ihn nicht ausnehmen, weil er so ein Schielauge hat oder was das ist. Mach mal 55. Noch. Der Preis ist angemessen, wenn man das Ungetüm bedenkt. Ich weiß ein bisschen was darüber. Das ist gut. Das finde ich in Ordnung. Mal sehen, ob ich rausfinde, was los ist. Ja, dann legen wir mal los. Und ich glaube, ich bin viel zu gnädig beim Verhandeln. Aber egal. Speichern. Genau, Hanna aus den Wäldern. Unser letzter Part gewesen. Die gute Hanna. Jetzt gehen wir zum Friedhof hoch. Da kommen wir her und da ist schon wieder Mega Blue und der zockt dieses Mal halber der Mensch Neptunia. So. Ah, oh, natürlich sind es Ghouls. War mir eigentlich fast schon klar. Ja, kommt doch mal her, Kinder, ich will spielen. Kommt doch mal her. Ah, da will einer spielen, hä? Warum benutze ich eigentlich kein Nekrophagenöl? Machen wir das einfach mal, ne? Das ist schon ein bisschen... Sollte mich eigentlich mal ein bisschen dran gewöhnen, ne, dass ich hier so viele Öle habe und die Leute und die Viecher eigentlich relativ leicht damit plätten könnte. Das ist alles, was hier ist. Ein paar Ghouls. Ist doch langweilig. Wir könnten die Leiche ausgegraben haben, aber sie hätten das Dorfkind nicht geholt. Ich sollte mir diese Gräber trotzdem mal ansehen. Das ist richtig, ja. Das Kind sollte eigentlich nicht verschwinden. Die Ghouls sind eigentlich nur an Leichen interessiert. Oh, Spuren. Das Grab ist vor kurzem aufgewühlt worden. Aber der Verwesungsgeruch ist alt, überreif. Wohin er mich wohl bringt? Schauen wir uns das mal an. Außerdem hier, dieses besondere Grab. Weder Detektivspiel mit Geralt. Und ich sehe oder höre da eine Bestie. Aber die ist anscheinend nicht gefragt. Aha. Sie stand da unten. Irgendein... Ach, das ist ein Bär. Schon mal ein großer Bär. Warum sind die Bären eigentlich so groß in dem Spiel? Ich verstehe es nicht. Ja. Assassin's Creed Style. Oh yeah. So, wo geht's jetzt weiter? Ah. Ah, ist ja der Geruch wieder. Na, gucken wir mal. Unserer Spürnase entgeht nichts. Eine Hütte.
Eine Hütte. Aha. Klopf, klopf, Motherfucker. Was immer sich hier für ein Gewürm rumtreibt, es hat sich einen ungewöhnlichen Lagerplatz gesucht. Die Kreatur benutzt Werkzeug, also ist sie vernunftbegabt. Oder einfach sehr schlau. Da hat jemand gekocht. Das ist ein Oberschenkelknochen von einem Kind. Ah, lecker. Menschenschädel in einem magischen Kreis. Das Monster hat sie offensichtlich benutzt, um sich an diesem Ort der Macht zu stärken. Das muss ein Gruftweib sein. Hat die Schädel gesammelt, um die Macht hindurchzuziehen und ist vorwitzig genug geworden, um durchs Dorf zu ziehen. Ich muss die Schädel nehmen und das Gruftweib auf den Friedhof zwingen. Da kriege ich es. Das müsste es richtig ärgern. Jetzt auf dem Friedhof auf die Lauer gelegt. Da wird es nach Anbruch der Dunkelheit aufkreuzen. Ah, dann zurück zum Friedhof, ne? Es gibt so viele verschiedene Monsterarten in dem Spiel, habe ich gerade so ein bisschen festgestellt, ne? Selbst anscheinend Menschen, die als zu, keine Ahnung, irgendwelchen komischen Fetisches haben, wie Leute den Kopf abzuhacken und da irgendwelche Mächte draus zu ziehen. Keine Ahnung. Und es ist schon wieder morgen. Das ist 3 Uhr morgens. Ja, ist ja noch Nacht aus meiner Sicht. Ah, ich muss rein. Okay. Ich dachte schon, was soll ich jetzt da hinter dem Gebäude? Was ist da los? Ah, Truhe. Kavalierhose. Ah, leider zu schlecht. Schade. Benutzen würde ich mal sagen. Also anzünden wollte ich jetzt. Über diese Präsentierung, die ich an den Tag legen muss. Guten Tag. Dieb hat die Schädel gestohlen. Meine Schädel. Soll sich selber welche ausgraben. Da ist sie. Wie aufs Stichwort. Und natürlich habe ich immer noch Nekrophagenöl aktiv. Ist ja auch eigentlich nur ein Wasservibe. Mit anderen Sprites! Okay, noch kein Wasservibe. Okay. Ich habe schon verstanden. Autsch. Du sollst mich nicht abschlecken. Ich stehe nicht auf sowas. Zumindest nicht mit so einer mit deinem Gesicht. Das klingt jetzt böse irgendwie. Hätte ich glaube ich nicht sagen dürfen. So, komm mal her, Schnuckel. Ah, du mit deiner fiesen Zunge, ey. Alter, was ist da los? Hoja. Nope. Nimm das! Haha! Defeated is the monster! Adandive und Grundvibe-Trophäe. Grundvibe-Trophäe, okay. Gleich mal reinziehen. Dir spalte ich jetzt den Schädel! Zack! Tja, lecker. So, jetzt haben wir von dem Gruftvibe anscheinend das Viech. Ich kann die Trophäen ja eigentlich verkaufen, ne? Ich meine, ziehst du ja rein, die bringen mir genau das gleiche wie die von den Erscheinungen die Köpfe. Genau exakt das gleiche. Jetzt gucken wir uns mal die Waffen an. An den Dave. Das ist hauptsächlich für Magie, allerdings nur ein wenig schwächer als meine mein Beil. Lohnt sich meines Erachtens noch nicht wirklich, das Beil auszutauschen. So, auf jeden Fall Belohnung abholen und so, ne? War ja eigentlich relativ entspanntes, relativ entspannten Auftrag, wenn man so sieht, ne? Da
Ah, das Viech gefunden, kurz geärgert, herausgelockt und in den Schädel gespalten. Läuft. Was willst du schon wieder? Soll ich mit dir mein Riesenschwert zeigen? So, der Totengräber. Ja, Auftrag. Ich bin wegen des Auftrags hier. Und? Alles geritzt. Ein Gruftweib hat die Gräber aufgewühlt und sich das Kind geschnappt. Ach so. Wie geht's dem Kleinen denn? Gar nicht gut. Ich habe ihn im Lager des Gruftweibs gefunden. In ihrem Kessel, um genau zu sein. Soll ich weiterreden? Eigentlich hast du schon zu viel gesagt. Okay. Was ist mit meiner Belohnung? Oh, die habe ich natürlich nicht vergessen. Hier, bitte. Vielen Dank für deine Hilfe. Bis dann. Schön, wieder Geld gemacht. Und außerdem einen Mann traumatisiert. Sehr gut. All in a day's work. So, schauen wir mal, was wir noch so für Aufträge haben. Das Ding aus dem Sumpf. Ach scheiße, das war ja diese Nebling. Ah, das Viech, das mich so übelst geschnetzelt hat. Ich habe zwar... Oh, Schaden. Ich glaube, das... Schauen wir uns die Reifenschulen aus. Ich glaube, das machen wir mal. Ist hier in WLAN etwas dazu? Ah, hier ist zum Beispiel was. Und vielleicht noch woanders. Eine verfügbare Quest, okay. Also von Niederwil aus komme ich da relativ schnell hin. Ich glaube, das mache ich sogar. Weil die Ausrüstung hört sich gut an. Und ich mag gute Ausrüstung. Ich glaube, ihr mögt auch gute Ausrüstung. Gehen wir mal hin, oder? Jetzt brauche ich nur in der Nähe bei mir ein Wegweiser. Ach, da ist direkt beim Anschlagbrett. Machen wir das. Gehen wir da gleich mal hin. Hoppeli hopp, mein lieber Plätze. Zu den Männern vom Baron, oder? Ah! Oh, und ich reite auch noch vorbei. Und schmeiß einen Korb um. Kollateralschaden. Passiert. Ist normal. Das gehört zu unserem Metier. So, Niederwil. Und dann habe ich auch noch irgendwo in einem anderen Dorf gesehen, dass da mal irgendwie noch Aufträge aushängen. Oh! Hier sieht's ja mega scheiße aus. Ach so, ja, das sind ja wir gewesen. Oh, die haben alle Leute umgebracht. Cool. Auch den Spaß, die der nur ein Ohr hat. Boom, hab ich gekümmert um alle. Easy. Warum hatten die Bauern solche Probleme damit? Ach, wahrscheinlich, weil sie kein Dings wirken können, kein Jirden und auch kein Silberschwert haben. Ja. Siehst du, es passiert, wenn die Leute das unvorbereitet versuchen. So, dann plündern wir alle ein bisschen. Alter, ist das arschig von mir. Erst habe ich die... Okay, da hat sich einer erhängt. Auch nicht schlecht. Erst habe ich sie... habe ich dieses Pferdeviech... denen entgegengeschickt. Dadurch, dass ich es befreit habe. Und dann habe ich auch noch die Mumen auf sie angesetzt. Mehr oder weniger. Und ja, dann kamen die ganzen Erscheinungen, haben sie niedergemesselt. Läuft. Aber, Alter, dass die gleich so ein Gemetzel hinterlassen haben, hätte ich jetzt mir nicht gedacht. Oder sind das doch Überbleibsel von unserem Techtelmechtel mit der schwarzen Schönheit? Ich weiß es nicht. Ja, die ist ziemlich tot, die Frau. Egal. Ich würde mich mal um mein Zeug kümmern. Nämlich wollen wir ja Ausrüstung suchen und so. Ignorieren wir mal die Dutzend Menschen, die da hinter uns in dem kleinen Dorf umherliegen und so. Und hier ist irgendwas. Und da ist auch irgendwas. Ist ja mega interessant. Da will ich hoch. Monster in der Nähe? Ja, nein, vielleicht. Wuhu! Nee, aber dafür ein Geralt, der gerne Parkour geht und so. Ich suche das Grab des Hexers Georg. Da will ich auch mal hin. Monsterlager.
Was haben wir denn hier für ein Monsterlarsch? Was ist hier los? Ha, ha, ha. Oh Gott, diese Spinnen schon wieder. Alter, 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 wo kommen die alle her? Junge, was ist da los? Alter, der kleine Nerv. Komm her. So, nächster. Bam, nächster. Ah, der lebt doch. Jetzt aber, nächster. So. Und der auch noch weg. Ah ja, und dann kommt noch einer. Ah ja, auf Stichwort. Was haben die eigentlich immer gegen mich? Ich metzel sie doch nur nieder. Ich tue ja sonst nichts. Ich tue ja keiner Fliege was. Lieber irgendwelche übergroßen Spinnen. So. Naja, Haufen Mutter gehen ist gut, weil das kann ich alles brauchen. Chitinpanzer. Ah, nochmal Blüten. Okay. Ah, ich muss anscheinend da runter, ne? Ah, dann gehen wir mal da runter. Jeha! Oh, natürlich gibt es hier noch ein paar Erscheinungen. Mensch, kein Friede hier. Hexe hat immer Arbeit. Alter, Junge. Nerv nicht rum, ey. Ja, komm mal her. Ah, schön. Tod und Schmerz und so verteilen. Apropos Tod und Schmerz, ich schaue mir mal die Mutagene an. Ich habe ja mir inzwischen ein paar tolle geholt und da sollte mal ein richtig großes Mutagen hin. Hä, wo ist mein Cursor? Ach da. Hatte ich nicht mal einen Haufen großer grüner Mutagene? Hätte ich mal gemeint. Aber offenbar. Gucken wir nochmal. Inventar, Chemie. Ah, Chemie. Ich glaube, die habe ich noch gar nicht gemacht, weil ich ja gestorben bin, ne? Kann das sein? Kommt mir bekannt vor. Ah, nee, ich habe es noch gar nicht fertig gekriegt. Ah, so war das. Okay, 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 okay. Das erklärt mir einiges. So, was haben wir noch? Weißer Honig, genau, den kann ich auch noch nicht herstellen. Warum eigentlich? Warte, ich habe den gerade gesehen hier. Ah, habe ich schon gemacht. Okay. Okay, okay, okay. Dann erklärt das so ein bisschen was. Dann haben wir ein großes Mutagen gemacht. Das Muttergehen ist mega gut, ey. So, genau, Rot brauche ich noch mal. Ein stärkeres rotes Muttergehen. Frage ist nur, habe ich irgendwas Rotes noch? Ja, das ist... Genau. Okay, also ich kann mich schon orientieren an dem. Dann habe ich im Moment wirklich nur die. Hm, aber Vitalität, Alter, wie das hochgerast ist, habt ihr gesehen? Hammer. So, durchsuchen wir mal das Plätzchen hier, ne? Ich möchte mir... Oh, ich habe keine Schwalbe mehr. Alter, Falter! Erschreckt mich nicht so, ey. Wie konnte ich ahnen? Alter, Falter! Was ist jetzt los, Alter? Also ich gehe lieber da, wo gerade nicht so viel los ist. Aua, aua, aua. Aua, aua, böse. Das ist ja auch ein Nest. Oh, ich Idiot und mach hier natürlich. Ah, shit. Ah, scheiße, ey. Und ich Idiot mach da eine Meditation, ey. Mann. Okay, 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 okay.
Ah, das war gerade echt schrecklich, ey. Da tauchen plötzlich 7 oder so von denen Viecher auf und singeln mich erst einmal und ich... Oh, shit. Alter, was? Alter, nein, jetzt muss ich das... Oh, scheiße. Scheiße, jetzt muss ich das nochmal machen. Okay, beeilen wir uns mal geschwind. Ich möchte die Folge hier nicht so beenden. Grüns Mutter gehen. Jetzt fehlt mir natürlich eins. Scheiße. Fuck. Ah, okay, ich mach das mal geschwind und ihr könnt euch entspannen kurz. Moment. So, da sind wir wieder. Eieiei, die Spinnen vorhin, die haben mich jetzt auch ein bisschen zugerichtet. Wir speichern mal, bevor wir hier reingehen. Genau, der Rest ist eigentlich nie gehabt. Wenn das Viech nicht von hinten kommen würde, sondern... Gott, Erscheinungen, ey. Alter, echt. Da kümmern wir uns mal um die restliche Viecher und so. Also, ich gibt's hier noch eine Erscheinung. Zeit zu sterben. Maulhalter, stirb einfach. Bisschen Licht an hier. Zwirren und so, alles gut. Schneeste. Wie lange soll ich noch warten? Oh ja! Aber ich habe es ja richtig drauf hier. So. Wenn wir nur nicht so leicht sterben würden manchmal, ne? So. Immer alles mitnehmen. Torren, ne? Okay. Ein paar Pilze, nehmen wir alles mit. Halt, da war noch was. Da war ja ganz schön was dabei. Ah, jetzt gehen wir da mal rein. Ja, komm nur her, komm nur her. Komm schon, komm näher. Du bist verlangsamt, Bitch! Dammit. Ah. Geh weg, Junge. Einfach cool, dass wir hier jetzt so inzwischen so viel Vitalität haben und alles. Ah. Da geht's weiter. Ah, da muss ich, glaube ich, einmal die Wand wegpusten. Zack, boom! Und gleich wieder andere Magie aktivieren. Was? Verlieren wir die Nerven? Waldstart! Ernsthaft, Junge! Ich hab dich doch gerade vorhin abgeschüttet. Ja, auf dem Weg war, bin ich wieder einem Waldschrat begegnet. Ich weiß nicht, was das soll. Und er hat gerade eines von den Erscheinungen zerlegt, aber ich glaube, mit dem möchte ich mich nicht anlegen. Alter, was ist mit den Waldschraten los? Ich sag's doch, ich bin verflucht. Die kommen immer wieder. Ich soll mich einfach in Ruhe lassen, die Spasten, ey. Was hältst du davon, Geralt? Ja, ich bin davon auch nicht begeistert. Problem ist, ich muss da durch. Das ist einfach nur fies. Vor allen Dingen, das Viech chillt sich das Leben da drin. Alter, ich muss es loswerden. Entweder loswerden oder abschütteln oder irgendwas. Jetzt hau ich einfach, renn ich einfach mal los. Ganz frech. Oh.
Oh shit, was bist du für ein Fisch? Alter, was war das, Alter? Was bist du, Junge, Alter? Was bist du? Das Problem ist, ich kann hier auch nirgendwo Pause machen, ne? Weil es der Waldschrat, falls ihr es vergessen habt, der hockt die ganze Zeit da hinten und wartet darauf, dass ich da wieder komme. Das ist einfach unfair. Das ist unfair, ist das? Vor allen Dingen, er kommt immer ein bisschen näher. Jetzt sieht er mich schon wieder. Ah. Ah, Alter. Alter, lass mich doch mein Zeug sammeln. Was ist mit den Monstern hier los? Ey, warum greifen die mich einfach immer an? Vor allen Dingen ist er jetzt da hinten, wo ich eigentlich hin muss. Was machen wir jetzt, ey? Muss jetzt überlisten den Spaß mit den Fäusten. Ey, das gefällt mir jetzt wirklich gar nicht, ey, muss ich ganz ehrlich sagen. Stört mich jetzt schon wieder ein bisschen. Problem ist, ich muss draußen verweile. Weil wenn ich drinnen bin. Alter, wo kommen diese. Wo kommt der Käfer her? Alter, wo kommen die Käfer dies wieder her? Ich hab doch vorhin alle platt gemacht. Oh Gott, jetzt sind wir schon wieder neu, ey. Oh Gott. Ich hab keine Lust auf euch. Ah. Lass mich in Ruhe, Mann. Verrecke. Alter, Alter, echt. Alter, ewiger Kampf ums Überleben, ey. Mann, Mann, Mann. Wie lange sind wir eigentlich schon in der Aufnahme drin? Ich habe überhaupt keinen Plan. Ich muss mich mit so vielen Viechern hier rumschlagen. Das ist nicht lustig. Meditieren wir mal. Ja, hier so. Okay, keine Viecher, keine Erscheinungen. Soweit okay. Ich hoffe, der Waldschrat ist inzwischen auch abgehauen. Ich speichere nochmal. Alter, ich möchte endlich dieses Schema finden, Alter. Ich brauche Ausrüstung. So. Bitte sag mir, der inzwischen weg ist. Zumindest hier unten ist anscheinend nichts mehr. Zumindest nichts mehr, das mich überraschen könnte. Allerdings, der Waldschrat ist von oben erschienen. Einfach mitten rein teleportiert zu mir. Ah, Tagebuch, das ist... Oh lololo. Ganz schön viele Schema haben wir hier. Ich hätte gar nicht gedacht, dass wir gleich so viele finden. Ich habe gedacht, das wäre nur ein oder zwei oder so. Alter, was wir da alles gleich mit dabei haben, das ist ja krass. Oh, wie führt denn der Weg? Hier ist etwas. Wo ist das Artefakt, das Kehra? Ah, ein geheimer Ausgang. Cool. Yum. Okay. Und dann lesen wir mal Georgs Notizen vom guten alten Georg.
Der hat sich wohl damals um einen Auftrag der Bewohner gekümmert. Alter, das nimmt ja langsam richtig Formen an, ne? Vor allen Dingen, boah, guck mal, ne? Ich habe hier zwei neue Punkte. Da ist Schatzsuche und da noch einmal Schatzsuche. Aha. Genau, der Fotoplatz der Harpyen, den haben wir damals entdeckt gehabt. Und dort war ich, glaube ich, noch gar nicht in der Gegend. Der Galgenhügel kommt mir jetzt wieder ein bisschen bekannt vor und das Maulbeertal, aber ganz ehrlich, die Gegend war ich, da war ich noch gar nicht. Ist es nicht hier, nee, nicht Novigrad, aber auch nicht weiter weg davon. Ach, das war Ochsenfurt. Genau. In der Nähe von Ochsenfurt und einmal bei den Harpien da in der Nähe. Okay. Gut, ich hätte mal gesagt, wir machen an der Stelle auf jeden Fall mal einen Cut. Und das war für die vier Schemen, die ich da bekommen habe, war das schon irgendwie ein gewisser Aufwand. Eigentlich gar nicht so schlimm, wenn da nicht dieser Waldschrat gewesen wäre. Wo kommt der eigentlich jedes Mal her? Immer wenn ich ein bisschen durch die Gegend laufe, ein bisschen durch die Wälder streife, kommt da plötzlich so ein Waldschrat daher. Hallo Mega Blue. Und taucht da plötzlich auf und will mir den Arsch versohlen. Der ist auch Level 20. Ich kann ihn nicht mal kratzen. Das ist ja das Schlimme. Sonst würde ich wenigstens... Oh, was war denn das? Sonst würde ich es ja wenigstens probieren. Ah, nee, das ist kein Drache. Auf jeden Fall ein merkwürdiges Vieh. Ich glaube, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Ja, bis zum nächsten Mal und macht's gut. Ciao!